Also er hat schon mal ein grundsätzliches Interesse, möglichst stark investiert zu sein mit dem Geld, das ihm anvertraut wurde. Und dann, wenn es nur so rumliegt, dann verdient er eben auch kein Geld. Ja, das heißt, seine Investoren würden ihm aufs Dach steigen, auch relativ schnell, wenn er einfach nichts mit dem Geld, das ist sein Job, dieses Geld anzulegen. Ja. Weil es eben nicht um sein eigenes Geld ist, und das ist ein riesiger Unterschied. Das ist der Unterschied überhaupt, ja. Denn wenn du dein eigenes Geld, nur dein eigenes Geld anlegst, dann kannst du dann machen, was du willst. Du kannst sagen, ich pausiere jetzt mal ein Jahr, oder ich gehe short, oder ich mach dies, mach das, mach jenes, ja. Ich wechsle den Broker, ich mache sonst irgendwas. Ich kaufe nur noch Gold, ich diversifiziere, wie es mir passt, und so weiter. Wenn ein Fondsmanager, sagen wir mal, komplett seine 100 Millionen, die ihm anvertraut wurden, zu managen, in physisches Gold investieren würde, dann würden wahrscheinlich seine Investoren anfangen, ein bisschen rumzumeckern. Ja, wo ist meine Rendite? Und das, wenn er persönlich sagen würde, okay, das wäre vielleicht jetzt momentan der, ja, das Vernünftigste zu tun oder so, selbst wenn er das sagen würde oder denken würde, selbst könnte er es nicht umsetzen. Und du als Privatanleger eben schon. Und deswegen wirst du bei den YouTube-Kanälen und so weiter eines Professor Otte und so weiter, diese ganzen Fonds, eben nie wirklich so eine, soll ich sagen, ja, unbiased, wie sagt man da, eine komplett neutrale Meinung hören. Ja? Also die gibt es sowieso nicht wirklich, aber die Abhängigkeit ist, denke ich mal, schon sehr fundamental in dem Sinne. Ja. Und das wollte ich einfach mal gesagt haben mit dem Video. Und ich denke, es ist was, was man sich immer wieder auch bewusst machen muss. Denn ich verfolge diese Leute auch teilweise, weil sie eben ja, sehr erfolgreich sind, sagen wir mal. Ja. Die haben halt ein paar, verdienen im Jahr ungefähr 2, 3 Millionen. Wenn sie ihre 200 Millionen verwalten, dann kriegen sie ungefähr 10% oder was. Ja. Das ist halt natürlich ein sehr lukratives Business. Ich meine, zum Beispiel Dirk Müller hat seinen Fonds ja auch nicht nur aufgesetzt aus karitativen Zwecken. Ja? Der verdient damit auch gut Kohle. Und allein schon über die Gebühren. Ja, völlig egal, wie die Performance ist. Ja? Das ist ja das Witzige dabei. Also, es ist sozusagen, wenn ich jetzt halt einen Kunden habe, ja, im Vertrieb, und er zahlt mir ständig eine fette Gebühr. Ich kriege ständig 10% vom Umsatz, vom Vermögen oder sowas, ja, meines Kunden, welches ich aber gar nicht erzeugt habe. Ja, als Vertriebler bekomme ich nur Provisionen von dem Umsatz, den ich auch persönlich verantwortet habe. Ja. Ja, als Vermögensverwalter bekommst du Provisionen vom Umsatz, sozusagen, also über Gebühren vom Umsatz, nee, vom Vermögen deines Kunden, also von einem Vermögen, an dem du gar nicht beteiligt warst, an dessen Erzeugung, ja. Und dann natürlich nochmal eine Provision on top meistens. Wenn dann die Performance auch nochmal stimmt, dann kriegst du noch mehr. Also, es hat letztens auch der Investmentpunk Gerald Hörn sehr, sehr gut bei seinem vorletzten Live-Call sehr, sehr gut und neutral erklärt. Ich finde überhaupt den Gerald Hörn sehr, sehr gut. Auch der weiß nicht alles oder sowas, ja, aber der ist sehr, sehr unabhängig, dieser Mensch, ja. Und er sagt einfach glasklar, klipp und klar, die Dinge so, wie er sie von seiner Seite hier am neutralsten von sich geben kann. Also da kann einfach mal kurz den Stinkefinger in die Kamera halten und das tut ihm gar nichts. Ja? Also selbst wenn irgendwie jemanden beleidigen würde, der hat ungefähr so eine halbe Schwadron von Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Anwälten beschäftigt mit seinen 200 Immobilien. Also so schnell kann dem keiner was. Und deswegen kann der auch wirklich sagen, mehr oder weniger, was er will. Und das können die allerwenigsten. Also sei nicht, lass dich nicht täuschen, wenn Leute Professoren sind oder Doktoren und so weiter und irgendwelche 100 Millionen Euro Fonds verwalten, dass sie deswegen sagen dürfen, weil sie so erfolgreich sind oder so, augenscheinlich, müssen die trotzdem aufpassen, was sie sagen. Ja? Also sie dürfen
wie soll ich sagen, ja, also manche lehnen sich da mehr aus dem Fenster, andere weniger. Und ich denke mal, das, was ich jetzt gesagt habe, ist schon sehr wichtig für die kleinen, ganz vielen kleinen Menschen da draußen, ne? Weil diese ganzen YouTube-Kanäle und so weiter, die leben ja nicht, also dieses ganze Social Media, die leben ja von der Masse. Ja, und es ist genau die Masse, die es zu schützen gilt. Und das sehe ich als, auch als meinen Auftrag, als Teil dieser Masse. Ja, wie soll ich denn diese Masse schützen, wenn ich gar nicht diese Masse verstehe, gar nicht Teil dieser Masse bin oder war oder jemals war, beziehungsweise ich für einen ganz anderen Teil tätig bin und verantwortlich bin und dort eben auch so mehr oder weniger, ja, manchmal mehr, manchmal weniger Maulkorb habe, ja, weil ich eben meine eigene Existenz schützen muss, meinen eigenen Ruf und Reputation und all diese Dinge. Ja, das ist halt so das, was ich jetzt dazu zu sagen habe. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann, tschüss, dein Thomas Klein.